Ja, liebe Kollegen, ich denke, jeder von uns in diesem Saal hat seine ganz persönliche Geschichte, die ihn letztendlich zur AfD gebracht hat. Und jeder Einzelne von uns hat diesen ausschlaggebenden Moment, der einen dazu bewegt hat, zu sagen, jetzt reicht es, jetzt werde ich Mitglied. Und jeder von uns hat trotz des Gegenwindes, den wir seitdem jeden Tag in dieser Gesellschaft zu spüren bekommen, bis heute durchgehalten. Und jeder von uns, jeder Einzelne, hat dazu mit seinem Mut, mit seiner Überzeugung dazu beigetragen, was wir heute sind, und zwar Volkspartei, liebe Freunde. Mein Schlüsselmoment war es selbst auch 2013, als meine Familie unter Staatsschutz stand, weil wir uns kritisch mit dem politischen Islam auseinandergesetzt hatten. Und diese Situation war so einschneidend für mich, dass ich den Entschluss gefasst habe, mehr zu machen. Und ich habe es bis heute nicht bereut, Teil dieser Gesellschaft zu sein, Teil der Alternative für Deutschland. Ja, liebe Freunde, unser Kontinent krankt. Er krankt an Politikern, die eine Agenda haben. Und diese Agenda ist klar antieuropäisch. Denn diese Politiker haben unter dem Deckmantel von Corona uns unsere Freiheit genommen. Sie haben die Tore Europas einer nie dagewesenen Massenmigration geöffnet und sie steuern unseren Kontinent durch Inflation, durch den Green Deal und einer Kriegsrhetorik an den Abgrund. Aber das werden wir nicht zulassen. Denn wir bieten das Gegenkonzept zu grünem Globalismus. Denn mit uns hätte es diese Corona-Politik, diese Maßnahmenpolitik niemals gegeben. Mit uns gibt es auch keinen Klimawahn. Und mit uns endet die unkontrollierte Masseneinwanderung in unseren Kontinent. Wer der AfD seine Stimme gibt, der kann darauf vertrauen, dass wir diesen politischen Wandel herbeiführen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Land und unser Kontinent diesen politischen Wandel braucht. Wir brauchen einen Wandel in der Politik, der vor allem auf drei Werten beruhen muss. Die Liebe zur Heimat, die Wertschätzung unserer Identität und Tradition und eine Politik der unerbittlichen Verteidigung unserer Souveränität. Denn was ganz wichtig ist, Heimat ist mehr als nur ein geografischer Ort. Letztendlich ist sie das Herz auch unserer Kultur und vor allem auch das Echo unserer Geschichte und vor allem die Quelle unserer Widerstandsfähigkeit. Und es wurde immer wieder gesagt, auch heute, der Begriff Identität, denn unsere Identität ist auch mehr als ein Wort oder ein Symbol. Sie ist das Band, das uns zusammenhält. Und dieses Band, das soll zerrissen werden. Denn in den letzten Jahren mussten wir erleben, dass die steigende Massenmigration nach Europa unseren Kontinent, unser Land verändert hat. Und zwar nicht zum Guten. Statt Fachkräfte bekamen wir Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Statt Familien erhielten wir gewaltbereite junge Männer. Und schon heute sind über 50% der Bürgergeldempfänger Ausländer. Und wir alle kennen den rasanten Anstieg an tödlichen Messerattacken von sogenannten Einzelfällen. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht hinnehmen können. Es ist unsere Pflicht, unsere Bürger zu schützen. Und es ist auch unsere Pflicht, aus Europa eine Festung zu machen. Denn Asylanträge dürfen nicht mehr in Europa gestellt werden. Abschiebungen müssen die Normalität werden und nicht die illegale Einwanderung.
und eine sozusagen Vorstufe einer Reformation von Frontex, denn die illegale Masseneinwanderung ist die zentrale Frage unserer Zeit und keine Partei, vielleicht auch nochmal wichtig für die Presse dahinten, keine Partei außer der AfD ist willens, dies zu beenden und schon gar nicht eine CDU, auch nicht unter einem Merz oder einem pseudokonservativen Lindemann. Denn sie sind auch weiterhin unter dieser Führung schwach. Schwach, weil ihnen ihr bürgerliches Image wichtiger ist als ihr Land. Sie sind auch weiterhin schwach, weil ihnen wichtiger ist, was ihre Nachbarn über sie denken, anstatt zu begreifen, dass durch sie eine ganze Nation untergeht. Und sie sind charakterlich schwach, weil ihnen ihre Macht wichtiger ist als das Wohl des eigenen Volkes. Ja, liebe Freunde, welchen Weg soll Europa einschlagen? Soll es ein Zentralstaat werden, der uns die Luft zum Atmen nimmt? Oder wollen wir ein Europa souveräner Staaten? Ich wähle Letzteres. Mein Name ist Mary Kahn. Ich bin Mutter, Ehefrau aus dem Landesverband Brandenburg, habe ein Studium absolviert der Religionswissenschaft und öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Europarecht. Und ich möchte, sofern Sie mir Ihre Stimme geben, mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf gehen, dass 2024 das Wendejahr wird, dass wir vor allem die erste AfD-Regierung im Osten stellen und die stärkste deutsche Delegation nach Brüssel schicken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kahn. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bis zu zwei Fragen an die Kandidatin zu stellen. Wenn noch jemand Fragen anmelden möchte, ist jetzt die letzte Gelegenheit dazu. Ist noch jemand unterwegs, dann bitte bemerkbar machen. Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Dann darf ich darum bitten, die Fragen hier nach oben zu bringen, damit ich die Fragesteller auslosen kann. Die erste Frage kommt von Christian Mertens und die zweite Frage von Martin Sichert, Mitgliedsnummer 52. So, Herr Mertens am roten Saalmikrofon für 30 Sekunden. Bitte schön. Ja, werte Frau Kahn, Ihr Vater ist aus Pakistan als Flüchtling einstmal zu uns gekommen. Und jetzt stehen Sie vor uns und sprechen gegen die Migration. Für viele Linke ist das ja ein absolutes Paradox. Ja, für Sie auch? Frau Kahn? Absolut gar nicht. Und vielleicht nochmal dazu, also mein Vater selbst kam ja auch in den 70ern mit weiteren Persern als politischer Flüchtling. Und zu der Zeit gab es keine Geldleistung, sondern Sachleistung. Er musste eine Ausbildung machen und hat gemeinsam auch mit meiner Mutter eine Kanzlei und Firmen gegründet und hat die Grundlage gelegt, vor allem für eine wirtschaftliche und finanzielle Freiheit. Und das Wichtigste, das, was wir auch verlangen von Menschen, die hierher kommen, er hat seinen Kindern das Wichtigste gegeben, nämlich die Liebe zu diesem Land, das ihn aufgenommen hat, die Liebe zu diesem Land, das uns die Freiheit gewährt. Vielen Dank. Dann kommt die zweite Frage von Martin Sichert am blauen Saalmikrofon für 30 Sekunden. Ja, die größte Gefahr, die deinen Vater ja aus seiner Heimat vertrieben hat, ist inzwischen in Europa angekommen, der radikale Islam. Und meine Frage ist, jemand mit so einer Biografie, wie du sie hast, ist ja sehr glaubwürdig im Kampf. Und wir brauchen jeden, der den Kampf bereit ist, mit dem radikalen Islam aufzunehmen. Bist du bereit, eine starke Stimme im Europäischen Parlament zu sein und dein Amt als Europaabgeordnete zu nutzen, um dem radikalen Islam in Europa die Stirn zu bieten? Absolut, das bin ich. Und vielleicht, das hatte ich jetzt auch
nochmal gesagt, auch vielleicht nochmal für da hinten. Ich hatte ja auch eine Vorstufe von Frontex erwähnt, aber noch viel wichtiger ist natürlich das Ziel, dass den Mitgliedstaaten wieder die nationale Hoheit über den eigenen Grenzschutz gegeben wird. Denn wir sind nicht diejenigen, die die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Wir sind auch nicht diejenigen, die diese Anreize senden. Das ist unsere Bundesregierung, das ist leider auch eine gewisse Elite, die diese Reize in die Welt heraussendet. Und das muss aufhören. Und ich denke, das ist die wahre humanitäre Politik. Das ist die einzige Politik. Und die führen wir als AfD.